Hallihallo, Hallöle, willkommen bei unserem neuesten Video. Ich bin der Maximilian und irgendwo da hinten ist der Felix. Da hinten, auf deiner linken Seite, mein Lieber. Woher weißt du, dass ich Richtung Norden schaue? Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt mal geguckt, dass du hier auf meinem First Officer sitzt, mein Lieber. Stimmt, ja, stimmt. Aber warum sitzt du links? Weil ich gerade fliege, der Kommandant bin der 747. Kuckuck. Ach so, ja. Ja, man merkt, ich bin sowas von gerade nicht bei der Sache irgendwie. Ja, ihr Lieben, was machen wir heute? Wir fliegen eine Boeing 747. Hoffentlich mit weniger Problemen als die, die wir eben in TWS hatten, auch wenn es hilarious war. Von Wien nach Stuttgart, Frankfurt. Nicht von Wien, von Linz. Herrgott, meine ich doch, ist alles dasselbe. Nein. Schnabel. Ich würde sagen, Merkt ihr, was ich hier aushalten muss? wir bringen den Baum mal zum Leuchten. Strobe lights on. Tail lights, cabin lights on. Anschaltzeichen. Wir melden uns mal im Done. Funk an. Done. Set frequency. Hä? Achso, ich hatte die Sprachausgabe abgeschaltet. Moin. Moin. Ich Guten dachte, Morgen. ich wäre der Einzige, der hier nicht ganz auf der Höhe ist. SK 737, this is ground control. Glad to have you with us. Tag. Ich finde das gerade cool, dass er das gut findet, dass wir da sind. Ich Ja. weiß nicht, ob er das auch noch so gut findet, wenn wir seinen Luftraum verlassen. Okay, Status Monitor on. Engine Start. Boah, weißt du, ich bin ewig nicht mehr geflogen. In Euroflight. Sicher Ich 2 Monate nicht mehr. heute Morgen, ja, also ich bin auf Platz 43. Nicht schlecht. So. Ja, ich wage nur zu behaupten, dass ich wahrscheinlich kläglich versagen würde. Done. SK-737, move over to Gate 1 for boarding passengers. Nice! Nett, ja. Off. Ich meine, die klingt doch schon mal nicht übel, die 747, oder? Ja, woher hast du den Bremssound? Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den hatte. Der war mal bei. Ich glaube, der war bei ihr mal dabei. Von irgendwie einer Community oder was, keine Ahnung. Na, weißt du, wo ich den nämlich mal hatte? Bei der allerersten Version von Train Sim. Für den Taurus. Zufälle gibt's. Parking Brake on. Natürlich. Done. So, wir machen da Leer. gerade Leer. 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 620 Liter rein. Ich hasse ungerade Zahlen. Woher hast du dir das jetzt errechnet, wie viel du brauchst? Weil ich auf 380 Liter stand. 2000. Ach so, du füllst immer auf 1000 auf, okay. Ja. So, machen wir. Leer. Ja, Leute, falls ihr euch wundert, warum ich manchmal ein bisschen länger brauchen werde zum Antworten, ich bin gerade auf Fehlersuche von einem Fehler, den wir gerade eben in TWS gefunden haben. Die Outtakes von dem Video kommen später. So, wie viel Liter nehmen wir mit? Wie bitte? Wie viel Liter nehmen wir mit? Wie weit kommst du mit den Leer. 1000, die du hast? KM leer. Das ist zu wenig. Ey, allerdings! 540 sind es, oder? Nee, Kilometer. Leer, 540 leer. Ja. Ich hau da noch mal mindestens, na, 3000 mehr rein. Ich wollte gerade sagen, mach noch 3000 rein, bitte. Leer, mehr Modell. Ich habe keine Lust, als Gleiter zu enden. Zumal das in Eurofly nicht richtig funktioniert. Nee, wenn du da den Sprit leer hast, dann macht's rums. Ja, das ist ziemlich blöd, weil das Gleiten selber kann er. Das Einzige, was er nicht kann, ist, dass es steuerbar ist. 1111 Kilometer, ja, das reicht. Das reicht, würde ich auch sagen. So, wie sieht's denn aus? Leer, Liste. Nummer auf, 233, 7 leer. Nicht übel!
Could be worse. Tür zu. Und. Ready. Automatische Navigation machen wir an. Ja. Im Gegensatz zum Autopilot geht die immerhin erst los, wenn du in der Luft bist. Und das Schöne, wenn ich die automatische Navigation jetzt abschalte, klingt es folgendermaßen. Da darfst du ja dreimal raten, woher dieser Sound kommt. Das ist ein Master Caution. Nein, das ist der Abschalten des Autopilots von der Boeing 777. Ach so. Beziehungsweise von der Boeing 747-8. Ja gut, die haben ja den gleichen Computer. So gut wie. So, dann schieben wir hier mal die ganzen Systeme zu. Und dieses Gepiepse klingt wie im Audi, wenn du nicht angeschnallt bist. So nebenbei. Wow. Das ist aber auch irgendwie von der Boeing 777. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. Na, wir hatten letztens einen Q3 als Leihwagen, deswegen kenne ich das. So, Klappen raus. Done. SK737, go ahead and taxi to runway 2. Der ist ja mal ein Netzreiter, nein. Das gibt's. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich auch nicht. Gate 1. Ein Vorteil hat dieses Video auch noch, mein Rang könnte sich erhöhen. Fahr mal nicht zu schnell, gell? Ja, ich bin da schon dabei. Du darfst schon mal die Checkliste rausholen. Boah, wir bräuchten eine wirkliche Checkliste. Zu zweit könnten wir den nämlich sogar machen, gell? Before Takeoff Checklist. Ja. Gibt's die eigentlich irgendwo? Für Eurofly? Na, prinzipiell. Die gibt's sicher online, oder? Natürlich. Musst du mal suchen. Das wäre was fürs nächste Video. Ja. Und ich glaube, für Eurofly 3 bräuchten wir tatsächlich eine Checkliste. Weiß man das mittlerweile? Nee, aber wenn ich mir das so durchlese, werde ich mir eine schreiben. Ich weiß gar nicht, was mit Eurofly 3 abgeht. Ich bin nämlich nicht mehr in der Gruppe drinnen. Wir scheinen jetzt wohl eine APU zu haben, etc. pp. Wir scheinen verschiedenste. Die haben eine APU? Ja. Dass man vielleicht sogar gleiten kann, wenn es eine APU gibt. Die brauchst du für den Triebwerksstart. Ich weiß. Du kannst aber auch bei vielen Fliegern nur mit der APU die Hydrauliken betreiben, also gleiten und steuern. Wir reden gleich. Alter, ist das eine niedrige Startgeschwindigkeit für eine 747? Das ist ja irre. Wie viel? 263. Also habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist nix. Okay. Herr Kollege. Erik, nerv nicht. Danke. Hey, immerhin haben sie den gleichen genommen. Ich hatte letztens dann diesen krassen Fail, dass mich der Ground irgendwo hinten zu B5 geschickt hat. Und Tau meinte, jo, nimm doch A4. Na dann, hör mal hin. Sie spult viel zu schnell hoch, aber klingt prinzipiell echt gut. Ich weiß, dass sie zu schnell hoch spult, aber das kann ich halt nicht ändern. Genau. Es ist prinzipiell ein Ding in Eurofly, dass die großen Flieger viel zu schnell hochlaufen. Das ist eigentlich ein Sound vom Airbus A300. Also, beziehungsweise, nee, eigentlich ein ganz anderer, aber ich habe ihn als erstes für den Airbus A300 benutzt, aber habe ihn jetzt hier reingebastelt, weil ich dachte, der passt ganz gut. Und du hast den Wind weggenommen, oder? Nein. Den hörst du gerade nur nicht, weil der Motor so laut ist. Ja. Ah, okay. Hörst du ihn? Ja, jetzt höre ich ihn. Aber ich finde diesen Wind so unrealistisch. Ja. Es hätte mich auch überhaupt nicht gestört, wenn du ihn rausgenommen hättest. Aber man kann die Lautstärke von dem ja, glaube ich, sogar abdrehen. Weiß ich nicht.
Oh was? Wann bin ich denn auf 41 gesprungen? Okay. Wow, da bin ich ja immer noch auf einem besseren Rang. Das wundert mich. Ich bin seit 2 Monaten nicht geflogen. Wo stehst denn du? 31. Also 31 oder 32, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Irgendwas in dem Bereich. Ich krieg dich noch. Ja, ja, du kriegst dich sogar sicher. Welche Sprache ist das? Ach so. Ich verstehe zwar kein Wort. Ist ja kein Klingel. Ja, ist schon. Jetzt macht es auch wieder richtig Spaß, die 747 zu fliegen. Ich bräuchte nur noch mal einen schönen Sound für meinen A320er. Ich meine, wir haben den A320-Paket da. Ich müsste gucken, ob wir da soundtechnisch was draus basteln könnten. Ja. Können wir zwei uns mal anschauen. Weil die Sounds für die Airbusse, die Originalsounds sind grausam. Meinst du die Eurofly? Allerdings. Allerdings. Vor allem für jeden Airbus der Kategorie 2 der gleiche Sound. Ja. Aber hier, sie sind einfach mal auch genauso wie in E1 damals. Stimmt, da gab es die auch noch schon. Wurde nichts gemacht, ist genau der gleiche Sound. Ist, glaube ich, sogar die gleiche Detail. Ich glaube, das wird in Eurofighter 3 auch ganz anders werden. Ich habe einen Sounddesign-Clip gehört mal, da ist mal am Audiogames-Forum einer kursiert. Ja, das habe ich auch gehört. Es klingt offen gestanden besser als jetzt, es könnte noch besser sein. Ja. Was traurig ist, weil es ist ein Audiogame, um den Sound geht's. Irgendwie. Oh, wir haben den falschen Flughafen. Es ist doch egal. Warte, nee. Frankfurt ist mein Heimatflughafen. Achso. Ja, jetzt passt. Du hast einen Sturm vor dir, gell? Ich bin ja schon dabei. Soll ich dir was sagen, Kollege? You have control, bitteschön. Das wäre cool, wenn das ginge. Das wäre wirklich nice. Es wäre so cool. Da könnte man nämlich auch mal so einen schönen Langstreckenflug machen. Ja, genau. Es geht so eigentlich gar nicht, weil du bist irgendwann einfach... Irgendwann wird es einfach langweilig, weil du fliegst dann einfach dahin, da deine 5000 Kilometer. Außer du bist so bekloppt wie ich und fliegst mal von Japan nach Frankfurt und vergisst dich dann irgendwann im neuen Luftraum zu identifizieren. Krabu! Ja, dann hast du da die F-16, die dich runterschießt. Toll! Ja! Warum sind die F-16 genau mal am... I don't know! Was? Warum sie die F-16 als Sound genommen haben, wäre mal interessant. Keine Ahnung. Ich hätte eine F-15 genommen. Weißt du warum? Das Teil ist mal mit nur einer Tragfläche gelandet. Oh so. Und der Pilot hat das noch nicht mal gecheckt. Ich such dir das Video raus und schick dir das. Wo bist du denn gerade drüber? Der Edschlund. Irgendwo bei Bayern. Passau. Passau! Bye. Und was ist aus dem Sturm geworden? Ist gerade links von uns. Ich bin gerade noch dabei auszuweichen. Ach so. Stimmt, du hast ja dieses Gepiepse da weggenommen. Also dieses Dingen.
Die Autonavigation. Nein, ich meine das, wenn du einen Richtungswechselbefehl gibst, dieses das ist, Ding da. Das ist dieses, das ist folgendes Geräusch. Warte. Schnauze, Wetterradar, shut up. Dann muss ich in die andere Richtung. Das ist folgendes. Es ist auch ruhig, danke. Das ist folgendes Geräusch, Achtung. Unidentified aircraft, this is an air defense zone. Please identify yourself. Du solltest F2 drücken. Hab ja schon. Welcome SK737, we have received your identification. Maintain your current course for your destination. Sie wissen schon, dass das nicht so funktioniert, oder? Yep. Flieg mal ein bisschen nach rechts. Viel besser. Ich wusste aber doch, wie ich da rumkomme. 52, LP, 292. Na, geht noch nicht. Na, ich bin ja nicht doch, ich bin ja nicht in auf direktem Kurs zum Flug, zum Flugweg. Ich bin ja auf 42 links. Du bist irgendwo, ich weiß. Du kannst weiter links drehen. Ich werd's. Würde ich. Oh, doch nicht. Ich hab dieses Gepiepst die ganze Zeit links von uns. Wenn ich das ganz weit rechts hab, geht das. Keine Ahnung. Es wird sogar höher. Na, drehen wir nach rechts aus. Das ist mir ein bisschen zu krass. Gefällt mir der Treibstoff? Ja, tut er. Du hast doch die dreifache Reichweite. Das dachten sich die von Air Transat auch. Die hatten aber ein Leck im Flügel im Gegensatz zu uns. Oder warte, welche waren das? Ja, das war ja Air doch Transat. Die, ja. Dachten, es wäre ein Computerfehler. Genau. Nein, nein, ich denke da eher an den Gimli-Glider-Inzident. Kollege, weißt du, was passiert, wenn ich jetzt höher fliege, als die absolute Reichweite der Maschine zugelassen ist? Er schreit, mach mal. Er schreit, aber was er schreit? Mach mal. Bin grad schon dabei. Wie hoch kann das Teil? 13.747 Meter. Die 747 war pure Absicht, oder? Ich hab auch überlegt. Das ist sicher sogar. So, jetzt hoffe ich nur, dass in naher Zukunft kein Kontrollturm kommt. Der schickt uns nämlich wieder runter. Musst du den Anweisungen folgen von dem? Nö. Nee, ich nämlich auch nicht. Ich mache immer, was ich will. 25 LP, 2. Komm, dreh wieder nach rechts. Ich hör's doch nicht. Und dann. So, Achtung, deswegen. Gleich, Achtung. Ich glaube, du wirst dich freuen. Oder du wirst lachen, ich glaube beides. Schauen wir mal. Ist er von dir, oder was? Mhm. Also, jein. Aber du wirst ihn gleich, glaube ich, direkt erkennen. Ja, wir werden sehen. Stop. Ich meine... Es stimmt eigentlich. Stop. Hä? Ich sinke mit einem Neigungswinkel von minus 41 Grad. Zurück nochmal F2, das hat er nicht gecheckt. Harte, es dauert manchmal nur einen Moment. Okay. Ist gut! Airbus. Halt diese. Jetzt fange ich ihn mal wieder ab. Ja, mach mal, mach mal. Out of clouds. Das dürfte hinhauen. Das finde ich auch schade in Euroflight 2. Ich hoffe, das geht in 3 dann. Dass der Flieger sich sofort abfangen lässt. Er sinkt nicht noch weiter runter mit dem Heck. Wie es in echt macht. So, den Sturm haben wir durch.
Ja, nee, ist klar. Oder auch nicht. Es ist nicht der Sturm, es ist irgendein anderes Gewitter, irgendeine Gewitterzelle. Mein Lieber, kurz vor der Landung werde ich dann mal ein Control Flight in Terrain durchführen. Du weißt, was das heißt? Ja, ja. Kommst du doch wieder raus? Ja, werde ich. Dass du mal hörst, was dann kommt. Ja, da bin ich gespannt. Kommt dann Pull ab, oder was? Natürlich. Vom EGPWS. Vom Enhanced Ground Proximity Warning System. Klar. Eigentlich wollte ich mir ja mal die Airbus Sounds für das TCAS rausschnibbeln, aber das ist ja nicht ganz so einfach, leider. Die Traffic Sounds habe ich da, aber ich bräuchte am Anfang halt Traffic und dann halt dieses Climb Now. So, das ist nicht das. Hast du die Phrasen, sonst schick mir die, ich schneide die zusammen. Hab ich. Weil das wäre cool, ey. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch viel bringt, was an Euroflight 2 zu ändern, richtig, aber wer weiß, wann Euroflight 3 kommt. Genau, und wir haben den Sound auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn bei E3 wieder reinhauen können, wenn uns der Originale nicht gefällt, ist relativ hoch. Wir müssen ihn vielleicht umändern, aber ich glaube, das war's auch schon. Während wir fliegen, ich schmeiß dir den mal eben rein. Warte mal. Dreh halt deine Sprache ab, sonst hören wir alle deine Datei. Warte mal. Genau. So. Das ist jetzt zwar sehr risikobehaftet. Der Flieger ist außer Kontrolle! You have control! Ich will's ja übernehmen, aber weißt du. So habe ich das heute Morgen auch gemacht. Statusmonitor abgedreht, mich ins Bett gelegt mit Bluetooth-Kopfhörern, vor mir eine externe Tastatur stehen gehabt und ja. Klar, das geht schon. So, Felix und Maximilian. So. Ich hau das in unser Hauptverzeichnis, gell? Ja, ja, bitte. Spaß. Ich schau mir das dann mal an, ob ich das check, was da was ist. Das ist eigentlich simpel. Leider gibt's kein Clear of Conflict. So, I have control. Status Monitor on. Ja. Oh Gott sei Dank. Nimm deine Controls. Jetzt kann ich dir mal noch so ein paar andere Töne zeigen, die ich abgeändert habe. Ich drehe jetzt einfach mal die Klimaanlage ab. Climate Control on. Den kenne ich. Ich weiß nur nicht, woher er kommt. Wie bitte? Ich weiß nur nicht, woher er kommt. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es ist von irgendeinem Flieger. Den nächsten kann ich dir wiederum sagen. Environmental Control on. Den kenne ich auch, aber frag mich nicht woher. Boeing 767 Master Alarm. Ah, ja. Und? Pressure on. Alter Schwede, das klingt stressig. Das ist, Schnauze! So, das ist die Kabinen-Altitude-Warnung von der Boeing 747. Also passt der sogar da rein. Ja. Yep. So, ob ich den da genommen hab. Ja. Ich hab mir da schon was bei gedacht. Wenn wir gleich dabei sind und das Video beendet haben, kann ich dir mal die SOS-Sounds zeigen, die ich reingebastelt habe. Die habe ich nämlich genau, auch verändert. Genau, zeig mal her, weil ich hoffe mal, dass du den jetzt lit hast. Ich habe die Notfälle abgedreht. Ich auch. Ging mir zu sehr auf die Nerven. Weil die einzuhalten ist schwer. Ja. Ich habe bisher noch nie einen Schaden genommen bei einer Notlandung, aber ich weiß auch nicht, was ich anders mache als alle anderen. Weil die meisten anderen haben Schäden. Oder kommen halt gar nicht erst runter. Ich habe mal über dem Atlantik eine Dings gehabt, eine Feuerwarnung, das war witzig. Hast du es runtergeklappt? Ja, aber danach hat es auch gescheppert, ich weiß nicht warum. Und danach haben sie ihn repariert? Ja. Mitten am Atlantik, gell? Ja, ja, ich war überlegt so. Leer, 293 km, Akkus leer, 407 Mulei, Kreuzung, Kante, T-Dose, Diesel, 10 Linie, 78 km. Germany. Achso, sind wir... Hä? Wieso krieg ich... 468 km, Linie, 28, Germany. Welcher Flughafen ist das, bitte schön? Liste, 6 Gebunde, 10 Linie, 80 km, 126 km, 6, Germany, Nürnberg, 98 km, 2 Linie, leer. Okay, jetzt erklärt's. Das war? Ach, ich hab mich über den Flughafen gewundert. Falsche Frequenz, oder was? Nee, der nächste ist in Tschechien, aber den kriegen wir gar nicht mit. Der ist 100 yeah. Grad irgendwas links oder rechts rum, das frag mich jetzt nicht. Und er ist weiter weg, oder? Ich habe mir die Reichweiten übrigens auch hochgedreht. Kategorie 2 Flughäfen 50 Kilometer, Kategorie 300. Ja, das habe ich auch tatsächlich.
Kategorie 1. Es ist viel gescheiter vom Landeanflug, ja. Kategorie 1 weiß ich gerade gar nicht, wo ich das stehe. Ja. Ich habe auch irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es dann nämlich so eingestellt, dass es in Meilen runde Zahlen sind. Ich habe Eurofly heutzutage wieder auf Kilometer umgestellt, weil die Meilen sind ja Landmeilen und ich bräuchte nautische. Mhm. Genauso wie ich Fuß bräuchte für die verdammte Höhe. Na wirklich, das ist das, das regt mich dezent climb auf. Climb to flight level 410 ist klar. Boeing 767, du könntest das noch, aber... Die da kann das nicht? Bitte? Die hier kann das nicht, doch, die kann das sicher auch. Weiß ich gerade nicht. Ich hoffe, dass wir das in Eurofly 3 kriegen. Keine Ahnung. Was meintest du, ist ihre Service Ceiling? Bitte? 13747, oder? Ja. 13.747 Meter, dann rechnen wir das mal in Fuß um. Du kannst rechnen. Warte, wie macht man das nochmal? Nee, 262, 438 km, die Mullai Potsdam, T-Dose, die Snapper 68 km. Aha, jetzt ist. Meine Säge, du bist. Ja, die kann 410 easy. Die könnte 450. Naja, hier in Eurofly zumindest. Ja, das sind nämlich 45.823,3334 Fuß. Wow. Meine sehr geehrten Passagiere, auch ein herzliches Hallo aus dem Cockpit. Mein Name ist Felix, gleich bin ich Kapitän und rechts sitzt mein erster Offizier. Maximilian, hallo. Du machst es jetzt wirklich? Nein! Moin. Ich halte nicht F11 gedrückt. Wie bitte? Ich halte nicht F11 gedrückt, ich quassel aber so neu. Warte, F11? F11 ist das Intercom. Hä, macht das auch was? Ja, du hörst dich doppelt. Echt? Ja. Alter, zeig mal. Meine sehr geehrten Passagiere, ein recht herzliches Hallo aus dem Cockpit. Mein Name ist Felix Kerr, ich bin der Kapitän. Ja, nice. Hast du gehört? Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass das was tut. Das ist aber schon cool. Ja, gell? Hey, das heißt Audio aufnehmen. Insofern kann das Ding. Das heißt... Oh, wir haben einen schwäbischen Tower. 8, 6, 6. Über okay. Nürnberg. Mhm. Ah, komm, bestätige, bitte. Bitte, bitte! Das ist momentan so ein blödes Problem. Okay. Danke. Der braucht aber auch ewig, oder? Ja, ja, das ist seit einiger Zeit so ein Problem. Traffic, ne? Traffic, climb, climb, climb now. Traffic, traffic, climb, climb, climb now. Traffic. Du kannst mich mal mit deinem kleinen Propellerflugzeug. Ich glaube, da haben sie auch den Sound von der F-16 rein. Von Traffic? Mhm. Ja, da will ich eigentlich den Airbus-Sound haben. Ich meine beim Vorbeifliegen bei diesem Ding da. Ja, ist okay, mein Freund. Wo sollst du hin? Auf 11 oder was? 11.000, ja. Ah, das ist ein Hubschrauber! Im Funk gerade! Oder eine schlechte Verbindung. Oder so. Ich hätte jetzt gesagt Hubschrauber. Das Geile ist, wenn du über die Schweiz fliegst, hörst du zwischendurch wirklich Deutsch raus, ja? Ja, ja, ich weiß. Swiss Tumor Mod, hallo! Ich find's so geil! Kann man das Ding eigentlich irgendwie anpassen? Sonst hätte ich da nämlich so einige Funksprüche, die ich da reinbasteln könnte. Könnte man ja, aber es sind gefühlte 5000 Dateien. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich auch nicht. Sonst hätte ich nämlich für Amsterdam den Funk von hier, LL1862, da reingesetzt. Ah ja. Ich habe den Funk. Nee, glaube ich dir schon. Aber ich habe keine Ahnung, wie das mit den Zuteilungen funktioniert, was wann gespielt wird. In der Schweiz hätte ich Swissair 111 reingesetzt. Das finde ich böse, aber
Ja, das ist, was ich glaube, das ist. Bei uns ist gerade die Feuerwehrsirene losgegangen im Ort. Oh. Ja. Nicht so toll. Oh, ich höre sie. Hört man sie durch? Mhm. Ja, es wundert mich nicht. Wir sind nur Luftlinie einen halben Kilometer von der Feuerwehrsirene entfernt. Ist nicht. Alter, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist nicht bei mir. Irgendwo brennt oder ja, es ist auf jeden Fall ein richtiger Alarm. Hast du das Ding mal aufnehmen können irgendwann mal bei euch, als das losgegangen ist? Nein, habe ich nicht, aber es gibt Aufnahmen online. Das große Problem war, wir waren mal in Spittal, Nienstädter See, und da hatten wir das Ding auch direkt neben uns, und morgens um 5 ist das Ding losgegangen, da stand ich im Bett. Ja, klar. Alter. Ich glaube, dass es mir geht. Vor allem bin ich es von mir zu Hause nicht gewohnt. Ja, eben. Da ist das Ding ziemlich weit weg. Alter, nein. Wobei, ich hatte letztens was, Alter, das wird einfach nur typisch ich. Wir hatten bei uns im Wohnheim letztens Brandschutzübung. So, ich war in dem Moment am Tisch decken. Ich greife in die Besteckschublade, hole eine Handvoll Löffel raus, Schublade zu. Feueralarm geht los. So, und ich, du bist mit den Löffeln rausgerannt? Yep. Ihr hättet essen können. Könnte man zumindest mal nicht sagen, ich habe den Löffel abgegeben. Nö. Die Feuerwehr, die da war, die haben mir auch gewechselt. Was hast du denn damit vor? Ich so, ich war gerade am Tisch stecken. Die hätten es aber noch ablegen können. Ich weiß, ist mir dann auch aufgefallen. Ich hätte einfach gesagt, ja sorry, aber man soll so schnell wie möglich und geordnet raus. Da lege ich sicher nicht noch Löffel ab. Nee, lass ich, wenn dann auf den Boden fallen. Meine Betreuerin, ich da raus, überfällt meine Betreuerin voll an zu lachen. Ich hab's gar nicht verstanden, wie das passiert. Ja. Flying through clouds. Bing. Das ist der Airbus Master Caution übrigens, ne? Weißt du? Ja. Flying through clouds. Alter, ich sag hier einfach mal fast um die 100 Meter ab. Das nennt sich mal stürmischer Anflug, oder? Mein Gott! Aber da steht, wir zweimal in Simulator, ne? Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Der arme Instrukteur. Wie bitte? Der arme Instrukteur. Ja, schon. Wer von uns fliegt dann eigentlich? Weil es kann ja, glaube ich, immer nur einer fliegen. Och, das machen wir zumindest. Wir könnten beide, aber dann kommt Dual Input. Das ist das, was es auf Flight nicht gibt. Prinzipiell finde ich schon schade. Das Kurs werden wir dann aus, wenn wir da sind. Zumindest machen. Du machst einen Start, eine Landung, dann mach ich wieder, dann machst du wieder. Immer unterschiedlich, immer abwechselnd. Ja, ja. Ja. Das war übel spooky. Ich saß ja bei meinem Simulator-Flug im linken Sitz. Und ich bin eigentlich Rechtshänder. Ich auch, aber mir ist es egal. Ich kann mich auch auf links umstellen. Konnte ich auch, es ging. Ich hätte nur bei der Einladung den Sidestick loslassen sollen. Rums! Ja, hättest du. Hättest du. Definitiv. Mach ich nicht! Das hat richtig wehgetan. Sind wir ja auch, da haben wir ja auch Durchstarten gemacht. Ja. Das war ja ein Touch and Go. Touch im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Mein lieber. Lieber Tower von Nürnberg, schickst du mich denn langsam mal runter auf 4000? Wie wär's denn mal? Na, macht er, glaube ich, dann. Er hat keinen Bock heute. Ja, das sind ja die Schwaben, ne? Man ist langsam. Hey, ich darf das sagen, ich bin ein zugereister Schwabe. Ich bin aus dem Schwabenland, gell? Wie? Ich wurde in Stuttgart geboren. Ach, guck, in meiner Heimat. Jetzt. Weißt du, welches Krankenhaus? Was kannst du das? Ich war mit meinem Marienhospital. Ah ja. Ja,
stationär, mehrfach. Also nicht mehrfach stationär, aber schon mehrfach dort. Die kennen mich da schon. Du hast dort gelebt. Ja, so quasi. So, ich sage immer, ich habe meine Flughöhe von 70, ne? Werden wir mal hören, was von 69, dann werden wir mal hören, was passiert. Ich hatte letztens ein sehr interessantes Phänomen. Ich bin gelandet. Mhm. Der Statusmonitor stand bei 0, aber es kam kein Ruckeln, kein nächstes Sexvolk, kein nix. Es kam aber weiter das Windgeräusch. Also ich bin so in 0,1 Meter über den Boden geschwebt. Interessant. Wo ich dann auch nur gesagt habe, okay, durchstarten mal bitte. Und ging das dann? Ja, tatsächlich. Ich hab den Flug heile beendet. Du hast den wieder hoch. Ja, okay. In Eurofly ist durchstarten ja easy. In Wahrheit. Mhm. Also er straft dich, wenn du schon am Boden warst. Ja, dann ja. Gut, im Richtigen ist es ja auch so, dass du nicht mehr durchstarten kannst, wenn du die Flugabwehr aktiviert hast. Ja, aber das hat einen ganz einfachen Grund, dass die Triebwerke ewig brauchen, um wieder hochzulaufen. Yep. Du hast die Zeit nicht dazu. So, wir sinken erstmal auf 1,5 Uhr. Du sinkst sicher nicht auf 1,5,0. Warum? Du sinkst auf 1,5. Klugscheißer! 1,5,0 wären 15.000 Meter. Du meinst 15.000 Fuß. Jo, in dem Fall sind sie alles Meter. Genau, gib die mal eins. Okay. Du bist angemeldet offensichtlich. Ja, ich frage jetzt nicht den Transponder ab, sonst haut er mir den gleich doppelt um die Ohren, dann ist der Flug nämlich zu Ende. Drück aber mal F1. Okay, musst dich doch noch anmelden. Das ging jetzt schnell, oder? Der ist aber immer schnell bei mir zumindest. Eigentlich wären wir jetzt schon unter dem maximalen Minimum. Ja. We are declaring an emergency. Oder wär's ein Pan-Pan, ich weiß es gar nicht. Na, bei 100 Meter bist du noch nicht unter den Minimums. Ich rede vom Treibstoff. Ach so. Das wäre erstmal ein Pan-Pan. Danke für die Klärung in Emergency. Ja, genau. Ich genau. Gesagt, Mayday. Ja, wenn du dann nämlich nicht mehr runterkommst. Okay. Oder halt der Treibstoff früher ausgeht, als du denkst. Flying through clouds. Da gab es ja doch so einige Flüge. Aha. Siehe dieser eine Flug der deutschen Gesellschaft, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Ding? Happy Cloud? Oder wie hießen die damals? Mit dem Airbus A310 von Kreta nach Hannover, wo sie in Wien zwischenlanden wollten, weil sie mit dem Treibstoff da haben. Das hat mir mal ganz gereicht. Ja, das ist so schlimm. Oder dieser eine Flug da von Smartwings, wo sie einfach diesen mit einem Triebwerk einfach mal über ganz Europa. Ja, ja. Verrückt. Was ich da immer ganz gerne lese, ist Austrian Wings, die machen da gute Reportagen. Ah ja. Die haben jetzt ziemlich gute zu Swissair 111 gemacht. Ja, muss ich nur mal suchen. Die zu Swissair 111, die habe ich sogar da.
Ah ja. Die habe ich in einem DocX-Dokument und habe die Funksprüche aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ah ja. Das war eine Kopfenarbeit. Glaube ich. Bizarre. Das wir nachher mal hochstellen, ja. Sag ich nicht nein. Diese ist im DocX-Format. Ja, passt eh. Bei mir momentan nicht, mir spielt nämlich regelmäßig mein Office ab. Ich weiß nicht warum. Ich kann es dir als TXT geben, wenn du willst. Na, alles gut. Ich jag mir das Ding aber nicht bei La Bolka durch und speichere es unser. Das geht auch. Ja, das geht natürlich auch, ja. Prinzipiell kannst du DocX, glaube ich, auch einfach in TXT umbenennen und öffnen. Das sollte Windows hinkriegen. Also ich weiß nicht, wie es sich dann verhält, aber er sollte es hinkriegen. Boah, ich finde diesen Fehler von der Fahrerlaubnis nicht. Ich muss das nachher mal angucken, wenn ich das alles durchdenken kann. Nur. Soll nur dann nachher mal ganz kurz das Ding mit dem T-Cars angucken, ob du da was hinkriegst zu schneiden? Weil die Sounds so sind ja alle da. Ja, ja. Ist in diesem, in dem Ding nur der T-Cars Alert oder nur. Ist das sonst auch noch was? Nur. Was? Dann mache ich mir das mal auf und höre da mal kurz rein und schaue, ob ich was rausgeschnitten kriege. Das Schade ist, dass wir bei Eurofly dieses Clear of Conflict nicht verwenden können. Ja, weil es kein Endsample gibt für den. Weißt du, das Witzige wäre, wenn wir von Landing Successful, ja? Mhm. Retard. Hätte was, oder? Schon, ja. Sollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen? Es kann nicht so schwer sein. Nee, ne? So, warte. Achtung, bevor du reinhörst bei dir, ja? Ich mache jetzt hier wagemutig. Wir sind jetzt mit 5 Grad dem Boden entgegen. Ja. Ich hab schon wieder hochgezogen. Mit einem Grad, also ich steige schon wieder. Du weißt eh, dass dich die Höhenkontrolle das machen lässt, gell? Du hättest den jetzt auch auf 70 schicken können. Du hättest ihn auch auf 50 schicken können. Ich weiß, aber das ist absurd. Aber das wollte ich nicht wegen Turbulenzen, falls der mir den nochmal runterreißt. Ich wollte die Kontrolle haben. Glaube ich. Du aber bei Turbulenzen, da bist du eh auch bei 100 Metern komplett lost, weil 100 jagt du dich schnell mal runter. So. Dann hör du mal rein. Ich senke den Links ab, die Geschwindigkeit. Genau, mach das mal. Diesen Retard-Sound werde ich mir gleich mal raussuchen und dann werden wir noch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber was können wir von Take-Off Successful nehmen? Weil den könnten wir doch eigentlich auch umbauen. Ich weiß nicht, was da gesagt wird. Gar nix. Jo, dann nimm ihn raus. Dann sei was. Oder halt irgendeinen Ping-Ton oder sowas. Approaching, ne? Das wäre irgendwie cool, aber haben wir leider nicht. Ja. Nee, ich wollte nämlich eigentlich hier mit dem hier. Automatic Navigation off, dass dann es dahinter gesagt wird. Das Problem ist, diese beiden Sounds haben unterschiedliche Tonqualitäten. Also die zusammen zu schlimm ist nicht ganz so einfach. Kann ich mir mal anschauen. Hm? Kann ich mir mal anschauen, kann das so schwer sein. Ich habe die beiden einzelnen Sounddateien da. Ja, wir machen das einfach nach dem Video. Mach mal das alles mal. Du haust mir die ganzen Sachen hoch und sagst mir, was ich machen soll oder was ich halt probieren soll. Ja, wir gucken mal, weil so spricht der Flieger ja beim Ein- und Ausstellen des Autopiloten auch nicht mit dir, deswegen lasse ich das mal so. Ja. Aber klar, dass er mit dir spricht, wäre aber eigentlich schon ganz praktisch in dem Fall. Ne, eigentlich nicht, weil so geht's ja. Es sind zwei unterschiedliche Sounds. Ja, gut, stimmt auch wieder. Eigentlich braucht man das nicht. Oh, das war eng. Okay. Stellst du jetzt die Höhe auf 0 oder wie landest du? Nee, ich nehme die Nase runter. Ah, wirklich? Okay. Ich nehme die Nase runter. Auf minus 12, oder? Ja, klar. Und weiter runter geht's ja nicht. Ich weiß, sonst hast du einen Crash.
Oh, das war aber perfekt abgetimt mit dem Munkirschen. Ich finde das so schräg, dass er das dich den Umkehrschub schon reinhauen lässt, bevor er Landing Successful sagt. Und du dann immer noch eine erfolgreiche Landung hast. Eigentlich ja, gell? Ich mach das nie. Ich warte immer, bis er sagt Landing Successful und dann hau ich den Umkehrschub rein. Das wird bei manchen Maschinen mit etwas höheren Landegeschwindigkeiten, siehe A380, nur manchmal ist ja eng. Aber es ging sich bisher immer aus, irgendwie. Bei mir. Na gut. Es passiert dann eher, dass ich zu früh sage, ja, er soll jetzt mal so weiterfahren. Und dann war ich teilweise zu schnell, aber es hätte sich prinzipiell ausgegangen. Ich habe nur halt zu früh gesagt, ja, roll mal. Du sollst eh auch bremsen, oder? Bin schon dabei. Ja, man hört es jetzt irgendwie nicht so gut über Skype. Okay. Ah ja. Leer. Ja, ihr Lieben. Willkommen in Frankfurt. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hoffe ich auch, ja. Ich lade das dann in den nächsten Tagen irgendwann hoch, wenn ich dazu komme. Und ihr werdet machen wir erstmal die Sounds. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet dann merken, wir machen dann gleich die Sounds und wenn wir dann das nächste Eurofly-Video machen, klingt das alles ein bisschen anders. Wenn es dann überhaupt noch E2 ist, dann ist es vielleicht schon E3. Oh, wer weiß. Das wird ein Crashkurs. Da müssten wir müssen unsere erste Flüge in Eurofly 3 aufnehmen. Oh Gott, nein. Doch. Nein. Wir können meinen aufnehmen. So, und jetzt, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt haue ich den mal kurz noch mal ein Chaos an Alarmsignalen um die Ohren. Ach, Musik für meine Ohren, das will man nicht hören. Nein. Bing, bing, bing. Und wenn wir jetzt noch geflogen wären, dann wären die ganzen anderen Signale ja auch dazugekommen. Genau. Okay. Das muss man eigentlich mal ausprobieren. Oh, das habe ich schon, glaubt mir, das klingt übel. Das tut richtig weh, oder? Ja. Gut, ihr Lieben, dann lasst es euch gut gehen und willkommen in Frankfurt und... Genau, wir sehen uns irgendwann wieder. Bye!